Ich muss mich nur gleich entscheiden, ob ich die Revolution zurückschlagen möchte oder ob ich mich darauf einlasse, eine demokratische Regierung einzurichten. Das ist interessant. Ich hatte das noch nie, dass ich aus Versehen eine Revolution hatte. Immer nur künstlich herbeigeführte. Aber das wird spannend. Nächste Runde. Polen hat in der Zeit Ungarn erobert. Also wir müssen aufpassen, dass die Polen nicht wieder zu mächtig werden. Andererseits, Warschau liegt direkt in der Grenze. Also ich wüsste nicht, was da groß passieren soll. Hier ist ein Gebäude fertig geworden. Jawohl. Wehpütte zerstört. Kostet uns 1760 in der Reparatur. Er ist hier angekommen, das weiß ich. Jagt mal das in die Luft. Na super. Gut, nächste Runde wird es hier knallen. Die Frage ist, ob die Milizen reichen, das zurückzuschlagen oder ob wir es überhaupt zurückschlagen wollen. Denn, also eine Republik hat ja die Vorteile zufriedenere Bevölkerung, schnellere Forschung, besseres Wirtschaftswachstum. Nachteile, weniger Repression, das gleicht die Zufriedenheit leider so ein bisschen wieder aus. Weniger Repression, keine freie Ministereinsetzung mehr. Und natürlich absolut katastrophale diplomatische Verhältnisse. Und deswegen tendiere ich dazu, dass wir die Revolution gleich mal fein platt machen. Und deswegen erstmal hier irgend so ein Schiff herkarren. Haben wir da irgendwas? Jawohl. Geh mal dahin. Nein! Oh, ich hasse es. Ihr doch nicht. Verflucht nochmal. Das Schiff. So. Und hier, ach, da ist ja nichts drin. Gut. So, von hier erstmal hier aufrüsten. Und da holen wir jetzt mal den General und so. Ach Mist. Na komm. Bisschen Truppen. Und dann geht er mal gleich darüber. Oh nein, das gibt's doch alles nicht. Oh, komm, mir doch egal. Nächste Runde, weiter geht's. Los, mach hin. Optimierter Nachschub. Den haben wir entwickelt. Hervorragend, finde ich gut. Ich schicke unsere Regierungsarmee rüber. So. Wir haben Eigenschaften erhalten, die sind alle irgendwie noch besser geworden. Der ist nicht. Und es gibt eine Revolution. Aber. Die Revolution ist schwachsinnig und deswegen schließen wir uns der Regierung an. So, eine Mission war erfolgreich, dann haben wir hier tolle Dinge gebaut, noch mehr rekrutiert. Da sind diese Heinis. Ach, guck das mal an, das ist ja lächerlich. Da ist nochmal so eine lustige Witzfraktion hier. Also, hä, wo sind jetzt unsere Truppen? Hä? Ach. Haben die sich den Rebellen angeschlossen? Wieso das denn? Kann doch wohl nicht wahr sein.
Ich habe Fehler gemacht, das wusste ich nicht. Warte mal. Das korrigieren wir mal eben. Ich wusste nicht, dass die Truppen, die in der Region stehen, an sich aufspalten. Das ist natürlich Blödsinn, das machen wir nicht. Das wäre ja wirklich Quatsch. So, das korrigiere ich nochmal. Jetzt weiter geht's. Ja, also die Regierung werden uns deswegen anschließen, weil wir keinen Bock haben, minus 100 bei sämtlichen diplomatischen Beziehungen zu allen Nationen zu haben. Ich war mit der Monarchie immer sehr zufrieden. Wir haben einen hervorragenden König, gute Regierung. Wir haben super Leute eingesetzt und das soll auch so bleiben. Und ich habe keine Lust, mir das durch so eine überflüssige Revolution kaputt machen zu lassen. Zumal die auch nur Schaden anrichtet und also das ist absolut unnötig. So, jetzt sind wir auch durch mit der Rundenzählung gleich und dann, ja komm. Dann werden wir das Ganze korrigieren. Ich werde zuerst die Revolution annehmen. Regierung anschließen. Jawohl. Es steht dort eine Rebellentruppe. So muss das sein. Und dann können wir nämlich jetzt ganz entspannt die Regierungsarmee aufs Schiff. Und dann geht alles seinen gewohnten richtigen Gang. Ja. Wieso kann man jetzt nicht anlanden? Aus irgendeinem bescheuerten Grund kann ich die Jungs nicht anlanden. Dann machen wir es eben automatisch mit irgendeinem Pups-General. So, Angriff. Bitte automatisch. Danke. Und Revolution niedergeschlagen. Die Hauptstadt wurde erfolgreich gegen Revolutionäre verteidigt. Ihre Anführer wurden gefangen gesetzt und in für ihren Verrat angemessenerweise hingerichtet. Das finde ich doch sehr schön. Und wir haben eine nette Repression nebenbei. Aber warum haben wir jetzt auf einmal so viele Miezen? Na egal. Dann können wir jetzt auch mal die anlanden. Genau. Hallo, anlanden. Danke. So. Und er ist noch besser geworden. Ja, schön. So. Nebenbei haben wir auch reichlich Geld. Und irgendwas ist fertig geforscht worden. Ja, wir können natürlich die Keilformation jetzt eine Runde lang. Dann haben wir die auch. Zumal es irgendwann zu verkürzten Karabinern kommt. Ja, lasse ich die jetzt mal eine Runde lang forschen. Und dann machen wir hier in den etwas produktiveren Regionen weiter. So. Gut. Und wir können jetzt die Heeresleitung bauen. Das tun wir auch sofort. Endlich. Berittene Leibwache. Das wird gut. Überlegene Linieninfanterie. 15 Trupps kann man davon haben. Reicht ziemlich genau für eine Armee. Also eine hervorragende Armee. Und hier auch Artillerieakademie. Also es geht voran. Oh ja. Bald haben wir richtig gute Eliteeinheiten. Richtig gute Eliteeinheiten. Das wird auch mal aufgerüstet hier. Da oben auf. Auch. Genau. Siehst du wohl. Und weiter geht's. Keilformation haben wir erforscht. Das ist gut. Und ja, danach gleich Längenraduhr. Die ist auch wichtig für die Bewegungsreichweite des Schiffes auf der Kampagnenkarte. In Germanland. Er ist noch besser geworden. Ja, was macht er denn mal?
Nochmal in die Luft jagen. Ah, hat sogar geklappt. Sehr schön. Neuer Hafen entsteht Memel, Ostpreußen. Noch ein Hafen. Ja, auch hier bitte ein Handelshafen. Und wir haben Eisenwerkstätten in Trondheim. Norwegen geht jetzt richtig durch die Decke mit dem Wohlstand hier. Kommt jede Runde 26 Punkte hinzu. Und die letzte Stufe des Gewürzdepots in Maroni. Preis immer noch stabil. Der Feldpreis in Europa übrigens auch. Also können wir vielleicht noch mehr Pelze hier absetzen. Pelzbörse bringt eine Menge, aber ich will erst immer auf dem halbwegs gleichen Stand bringen hier. Das ist zu nah an der Front. Bald habt ihr auch eure neue Regierungsgebäude. Gut. Vielleicht die besser auf die Flotte doch. Weil das ist dann, wenn jetzt nochmal eine Revolution kommt, werden die immer noch weg. Deswegen lasse ich die jetzt mal so. Gut. Und da soll es an dieser Stelle auch erstmal gewesen sein. Mit diesem, unserem schönen Spiel. Ich baue noch ein Theater, damit das olle Freudenhäuser endlich mal weg ist. Und verabschiede mich erstmal von euch. Und da wollen wir mal sehen, wie es in den nächsten Runden weitergeht. Bis dann. Tschüss.